Heute testen wir mal die Winchester Whitebox in 9mm mit einem 115 Grain Round Nose Geschoss. Für diesen Test nutze ich meine HPS 5-Tech. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Wiederlader TV. Wir sind jetzt hier auf der Schießbahn. Ich habe mein Magazin mit 10 Patronen hier bestückt. Entfernung zum Ziel beträgt wie immer 25 Meter und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. So, hier seht ihr jetzt die 10 Schussgruppe von mir. Entfernung waren wie gesagt 25 Meter und ich denke, das kann sich sehen lassen. Die Geschwindigkeitsmessung erfolgt 5 Meter vor der Mündung. Fünf Meter vor der Mündung haben wir eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 1145 Fuß pro Sekunde und eine durchschnittliche Energie von rund 335,7 Foot-Pounds, was rund 455 Joule entspricht. Die Winchester Whitebox in 9mm mit einem 115 Grain Round Nose Geschoss funktioniert zumindest aus meiner Waffe recht gut. Für Trainingszwecke würde ich diese Patrone jederzeit hernehmen. Bezüglich Verfügbarkeit und aktuellen Preisen kann ich leider keine Aussage treffen. Diese Munition hier, die habe ich meinem Freund abgekauft, der hatte noch welche auf Vorrat. Ich weiß nicht, wie die aktuelle Lage oder die Marktsituation momentan bezüglich dieser Winchester Whitebox ist. Das soll es dann auch schon wieder von mir gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das kleine Video hier gefallen. Ich würde mich natürlich über Bewertungen und Kommentare von euch freuen. Klickt bitte mal auf das Daumen-Hoch-Symbol unterhalb von dem Video hier, das hilft mir extrem weiter. Und wenn ihr noch nicht habt, abonniert doch bitte meinen Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mein Video hier anzuschauen. Ich hoffe, ihr guckt auch die künftigen Videos noch an, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis demnächst bei Wiederlader TV.